Und damit herzlich willkommen zurück zu Huntdown. In der letzten Folge ging es dem TNT Randy an den Kragen und heute ist die Nadja Drago dran. Die Nadja wartet in Wartungsschächten, hat schon Auftragsmord, Körperverletzung, Erpressung und Verschwörung begangen. Nach extrem unsportlichem Verhalten wurde Nadja dauerhaft aus der berüchtigten CCCHL-Liga ausgeschlossen. Jetzt spielt sie als Vollstreckerin der Misconducts gerne mit den Köpfen ihrer Gegner. Sie macht also gerne Gehirnjogging. Schauen wir mal, ob wir es hier schaffen, mit ihrem Köpfchen ein bisschen rumzuspielen. Oh nein, das klang anders, als ich es gedacht hatte. So, Graffiti ist verboten, da muss ich sie leider unterbrechen. Vielen Dank für ihr Verständnis. Ah, komm. Ja. Und da war auch schon gleich das erste Diebesgut. Vielleicht schaffen wir es ja in der Folge mal alle einzusammeln. Schade. Ich dachte, den kriege ich schneller. Was ist denn das? Och nein, ich will keine Leute auf Rollschuhen. Aber irgendwie scheinen sie nicht sofort zu schlagen. Ah Mist, war der gepanzert? Ich dachte, wir haben ihn schon. Zumindest vielleicht beim ersten Mal vorbeifahren. Also zumindest hat er mich gerade nicht gehittet. Wir gucken mal. Ja, I'm the Bounty Hunter. Ich habe mich für den Job entschieden, weil ich sehr gerne Bounty esse. Jetzt kommen sie aber auch noch hier von der anderen Seite. Kommt hoch, dann kicke ich euch runter. Kommt nicht hoch. Dann gibt es eine Granate. Wie weit muss man weg? So? Ja. Das hat gepasst. Lag hier noch was? Nö. Auf jeden Fall nicht sparsam mit Medizin in der Folge. Oder in dem Level besser gesagt. Aber dafür gibt es auch genügend Gegner. Aber bis jetzt alles kein Problem für uns. Nochmal 4 Granaten, okay. Wir haben schon 5 Stück. Oh, die Überwachungskamera ist natürlich auch schön klein und unauffällig. So, der erste Checkpoint, sehr gut. Ich schieße jetzt einfach hier auf alle Fässer, damit ich kein Diebesgut mehr verpasse. Ich habe keine Lust, dass wir jedes Mal nur mit 1 von 3 rausgehen. Oh, okay. Oder die Gegner zeigen uns unser Diebesgut. Da habe ich natürlich auch nichts dagegen. Oh, sehr gut. Ja, ihr seid ja dumm. Na, komm hoch. Ja. Oh, zieht das wenig ab. Können wir jetzt erstmal eine Stunde lang so machen. Ach Mist, warum ist der jetzt runtergefallen? Ich habe gar nicht gedrückt. Ach, der rutscht immer ein kleines Stück nach vorne, wenn wir jemanden kicken, ne? Ja. So, jetzt haben wir ihn aber. Mir gefällt diese U-Bahn-Station nicht. Ja, andauernd einfach neue U-Bahn ankommen können und mich mit Gegnern überraschen. Mag's nicht gern überrascht zu werden. So, den oben, mit dem machen wir es uns leicht. Oh, 7 Granaten schon. Da können wir auch mal eine opfern. So, geht's hier noch irgendwo lang? Nö. Aber wir haben ja schon 2 Diebesgut, fehlt ja bloß noch 1. Ui. Okay, der kommt nicht so weit. Na, irgendwie keine Gegner. Oh nein. Ich wollte so cool reinrutschen. Ach, shit. Ach, na klar, noch Granaten werfen oder was? Ey! Gib mir mal Medizin. Scheiße. Ich brauche Medizin. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Okay, bis jetzt lief es ganz gut. Oh, es kommt natürlich noch eine U-Bahn. Sagen wir, werfen einfach mal direkt eine Granate. Und es war natürlich kein Gegner da. Ach, verdammt. Ach, shit. Granate, helfen. Nein. Oh, wie schnell sind wir denn jetzt gehittet worden? Nun gut, Versuch Nummer 2. Kann ja nicht immer alles beim ersten Mal klappen.
Achso, wir sind noch eine Station weiter vorne sozusagen. Ich dachte jetzt schon. Einfach Dauerfeuer durch. War's das schon? Nee. Ich weiß, mit wem ich mich hier anlege. So, die kommt nicht so weit mit der Schrotflinte. Da hat uns das Spiel mal eine kurze Pause gegönnt. Mit ihr als Gegner. So, jetzt geht's hier runter. Was haben wir? Wir haben gar keine Waffe gerade. Eine Flinte wäre gar nicht so schlecht, weil die kommen ja alle extremst auf Nahkampf. Also nehmen wir die Flinte mit. Ich lasse aber erstmal kurz die Pistole. Jetzt haben wir bloß noch zwei Granaten. Wir hatten noch vor uns auf jeden Fall mehr, ne? Gut, wir müssen erstmal hier rüber anscheinend. Jo. Ich schieße das Ding schon mal an. Und dann gibt es hier Dauerfeuer auf die Tastatur. Okay, das haben wir ganz gut hinbekommen. Erste U-Bahn ist erledigt, jetzt kommt die zweite. Okay, das lief auch besser als davor. Aber ich glaube, die dritte war es, an der wir hängen geblieben sind. Ach, wieder viel zu früh. Gib mir Medizin, schnell. Nein, nein. Los, Attacke, schieß. Jawohl. Medizin, Medizin. Maschinengewehr. Haben wir. Oh, das ist viel zu aufregend. Ah, ich habe wieder viel zu früh geworfen. Oh, das Maschinengewehr rettet uns erstmal kurz den Arsch. Au, oh, und jetzt wird's kritisch. Nein, auch geschafft. Nochmal eine Doppelflinte. Ja, das Tor ist wieder offen. Wie viel hier rumliegt, ne? Wahnsinn. Ne, das Maschinengewehr, das hat mir das Leben gerade gerettet. Das nehmen wir mit. Das hat's verdient. Da liegt... Ammo. Man, die Gegner sind mir zu schwach. Da möchte ich das Maschinengewehr nicht benutzen. Checkpoint haben wir hier. Also Augen offen halten. Diebesgut muss jetzt auf jeden Fall kommen. Weil dann wahrscheinlich der nächste Checkpoint der Endgegner ist. So, diese Rollschuhfahrer kommen auf jeden Fall nicht hoch. Das sind mir schon mal... Ist mir schon mal lieber, wollte ich sagen. Ach Mensch, das hätte nicht sein müssen. Gut, der war doch jetzt nicht umsonst hier oben, oder? Schießen nochmal hier auf die Kiste. Nein, kein Diebesgut. Nö, die AK nehmen wir nicht mit. Wir haben fast 100 Schuss im Maschinengewehr. Der Fetzer kommt hoch, ne? Ja. Und noch eine Medizin getroppt. Sehr, sehr schön. Ach, ich habe doch nach unten gedrückt. So, wenn ich nach unten drücke und trotzdem weiter schieße, dann geht er wieder auf. Zumindest wenn ich an so einem Hindernis bin, wo ich nicht durchschießen kann. So, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir haben hier irgendwo das Ding übersehen. Geht's hier vielleicht auch nochmal versteckt rein? Nö. Aber hier haben wir eine Tür und ein Fass. Das muss es sein. Jawohl! Und damit haben wir es mal wieder geschafft. 3 von 3 gab es bis jetzt nur in dem ersten Level.
Und damit Danger High Voltage. Damit geht es zum Endgegner. Ach, arme Nadja. Du tust mir leid. Oh, Granaten. Die Granaten könnt ihr auch automatisch aufnehmen. Warum sollte ich die denn liegen lassen? Ah, shit. Ich dachte nicht, dass die jetzt hochkommt. Tja. Mir hast du nicht gerechnet. So, wir haben ja noch die andere Waffe. Nehmen wir vielleicht doch erstmal die. Ach, Nadja, come on. Oh, wie weit hat die mich bitte? Die wollte mich wohl ins Tor schießen. Ha, ich hab's ja durchblickt. Aber auch sie ist natürlich ordentlich gepanzert. Mensch, wir sind ja richtig gut. Und da haben wir sie schon mal von der Panzerung weg. Okay. Hätte sie die lieber angelassen, die sieht nicht gut aus drunter. Was denn jetzt? Oh nö, mach nicht irgend so eine komischen Sachen. Ach, na klar. Ach shit, da hat sie uns. Ja, nee, Schrotflinte wollte ich nicht. Mach die andere. Ja. Ach Mist, ich habe das Ding nicht beachtet. Verdammt. Ich möchte jetzt nicht sterben. Komm, bring mir mal noch irgendwelche anderen Gegner. Ja, ja. Nein, nicht mit Granaten werfen. So eine Hockeyschläger-Typen bitte. Und lass auch mal ein bisschen Medizin fallen. Mensch, dieses Ding geht mir richtig auf den Sack. Oh, Maschinenpistole. Ah. Nein. Ah, warum springen die nicht hoch? Oh, die sind mir vorbeigerutscht. Na, ein Glück. Nein, 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 nein. Gar keinen Fall, Nadja. Nein, ah. Ach, wir waren so kurz davor. Schade. Dann Versuch Nummer 2. Ach, und ich habe wieder gar keine Granaten benutzt, aber es ist bei ihr auch ein bisschen schwierig zu timen. Ach Mist, ich hätte gern das Maschinengewehr wieder, aber wir haben das doch noch. Oh nein, du solltest runterspringen und nicht hier so eine Kacke machen. Komm, Nadja. Ach. Wir sollten vielleicht wirklich versuchen, sobald die Panzerung weg ist. Oder idealerweise mit vollem Leben. Dahin zu kommen, wo sie dann ihre Panzerung abwirft. Okay, bis jetzt sieht's gut aus. Ich mach lieber vorsichtig. Ich hätte ihr natürlich schon um einiges mehr Hits verpassen können. So, jetzt haben wir volle Leben. Und jetzt geht's der Nadja an den Kragen. Ach nein. Warum wechselt er immer die Waffe? Warum lassen die keine Medizin droppen? Das finde ich etwas unfair vom Spiel. Ach, geh runter. Ja. Nein. Och, Mensch. Come on. Ich
Toll, jetzt haben wir wieder nur noch ein Leben und jetzt kriegen wir bestimmt irgendwo einen Hit. Ach Mensch, wir waren so gut. Ach, einfach nur Unglückstreffer. Weil ich irgendwie die falsche Taste drücke oder die Nadja doch... sehr geiles auf mein Gehirn, ich weiß es nicht. Dann hebe ich das Sturmgewehr jetzt erstmal komplett auf, bis wir die Rüstung weggeschossen haben. Weil jetzt aktuell ohne diesen Laser da oben geht es noch, auch wenn der gar nicht so schwer erscheint, man achtet trotzdem nicht drauf. Sieht bestimmt einfacher aus, als es eigentlich ist. Also bevor ihr urteilt, spielt's selber. Ich kann nämlich mit Kritik nicht umgehen. So, los jetzt. Hier haben wir schon mal noch auf Vorrat eine Medizin liegen, das ist Gold wert. Wenn wir so weitermachen, sollten wir es doch schaffen. Ach, ich denke mal, ich kann an der vorbeirutschen. Doch dabei rutsche ich in sie hinein, wollte ich sagen. Und auch das klang wieder anders, als es gemeint war. Ach, ah ne, der hat uns nicht gehittet. Gut, ein Medizin wieder auf Reserve. Jawohl. Sie ist auf jeden Fall gleich down. Dann haben wir noch eine Medizin und das volle Maschinengewehr. Eigentlich müssten wir es am besten schaffen, dass sie irgendwo weit links von dem Raum hier oder der Station hier die Rüstung verliert, weil die läuft ja dann immer erstmal noch. Ach, ich war mir nicht sicher, ob sie trotzdem noch auf uns zuschlägt. Gut. Keine Autogramme. Warum nicht, wenn ich gerne eins hätte? Ach, verdammt, ich sollte nicht so viel blöde rumquatschen. Ich muss ein bisschen mehr aufs Spiel konzentrieren. So, eins haben wir wieder. Was? Was? Oh, was war denn jetzt? So, jetzt kriegen wir sie. Ich bin sehr zuversichtlich. Könnte natürlich auch sein, dass die Hockeyschläger extrem effektiv sind gegen sie, weil hier so viele davon rumliegen. Aber ich möchte es gar nicht erst ausprobieren. Mensch, das Ding wird ja immer schneller. Komm, Nadja, jetzt war's das. Bam. Wir haben es. Wieder beim dritten Versuch. Wie so oft. Aber alle guten Dinge sind nun mal drei. Denn wir haben drei Diebesgut und drei Tode. Genauso muss es gemacht werden. Wir haben es geschafft. Die gute Nadja sieht nicht mehr so gut aus. Aber ein bisschen Eis aufs Auge. Dann wird das schon wieder. Sie hat auf jeden Fall nicht mit unserem Köpfchen gespielt. Ach so, nein, sie spielt gern mit Köpfchen. Wahrscheinlich mit Taktik. Jetzt habe ich es verstanden. Oder vielleicht spielt sie auch gerne mit Köpfen. Man weiß es einfach nicht. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge wieder morgen 19 Uhr. Abo dalassen, Daumen hoch, ihr wisst Bescheid. Danke euch und tschüss.